Von außen betrachtet wirkt die Jameson-Familie wie eine glückliche Familie. Vater, Mutter, Kind. Bis sie plötzlich spurlos verschwanden und die Ermittler vor einem Rätsel standen. Ein Rätsel, das bis heute ungelöst ist und bis in die bizarrsten Untergründe abtaucht. Drogenmilieu, Satanismus, Geister, Hexenkult. Die Familie Jameson besteht aus dem Vater Bobby, 44, der Mutter Cheryl und ihrem gemeinsamen Kind Madison. Cheryl Lynn, Entschuldigung. Der Familie lebte in Eufaula in Oklahoma im mittleren Westen der USA. 2002 lernten sie sich kennen, Bobby und Sherilyn, und nach kurzer Zeit im August kam 2003 ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Im Jahr 2004 folgte dann die Hochzeit. Sherilyn hatte auch einen Sohn aus erster Ehe, Colton. Dieser lebte bis kurz vor ihrem Verschwinden bei den Jameson. Aber der Schein der glücklichen Familie trügt. Denn die Jameson kämpften mit einer Anzahl an schrecklichen, einschneidenden Erlebnissen. Als allererstes im November 2003 gab es einen schweren Autounfall, bei dem Bobby so schwer verletzt war, dass er danach als arbeitsunfähig galt und die Familie nun durch Sozialhilfe ernähren musste. 2007 verstarb Sherilyns Schwester plötzlich an einem anaphylaktischen Schock. Für Sherilyn war das ein sehr traumatisches Ereignis. Sie litt seitdem unter Depressionen und später wurde sie auch mit einer bipolaren Störung diagnostiziert. Seitdem war auch sie arbeitsunfähig. 2008 trennten sich die Eltern von Bobby, was in einem dramatischen Familienstreit endete. Bobby Senior, der Vater von Bobby, terrorisierte daraufhin die Familie und die Jameson-Familie erhielt sogar Morddrohungen, wodurch sie massive Angst durch den Großvater der kleinen Madison bekam. Diese Morddrohungen führten dazu, dass Bobby eine Unterlassungsklage gegen seinen Vater einreichte und im Gerichtsverfahren seinen Vater schwer belastete. Angeblich sei dieser tief im Meth-Geschäft der mexikanischen Mafia und Prostitution verwickelt. Beweise dafür lieferte er allerdings nicht. Auch ein Jahr später, im Jahr 2009, wurde die Situation der Familie nicht besser, denn der Tochter Madison wurde in der Schule die Vorderzähne ausgeschlagen, wodurch die Familie sie von der Schule nahm und von dort an nur noch von zu Hause unterrichtete. Im Juli 2009 gab es eine Streitigkeit mit einem Handwerker, der für die Instandhaltung des Hauses verantwortlich war, weil Bobby aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr was machen konnte. Sherilyn wurde von diesem Handwerker rassistisch angefahren, weil sie indianische Vorfahren hat. Und sie ist so ausgerastet, dass sie mit einer geladenen Pistole ihn aus dem Haus vertrieb und nach ihm schoss. Daraufhin verlor Sherilyn das Sorgerecht für ihren ersten Sohn an ihren Ex-Ehemann. Der damit 12-jährige Colton wurde vor Gericht gefragt, bei wem er denn gerne sein möchte. Und er sagte auf jeden Fall nicht bei seiner Mutter, da sie sehr depressiv sei und oftmals seltsam handle. Unter diesen Schicksalsschlägen litt vor allem Sherilyn, die immer wieder abmagerte und kurz darauf wegen eines gescheiterten Selbstmordversuches im Krankenhaus war. Tagebucheinträge dokumentierten, dass Sherilyn wohl unglücklich in der Ehe gewesen war. Freunde der Familie konnten das allerdings nicht bestätigen. Auf sie wirkte diese Familie immer noch so verliebt und glücklich wie immer. Im Oktober 2009 schien die Familie den Wunsch zu verspüren, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Obwohl sie beide wenig Geld hatten, weil sie die Familie mit Sozialhilfe ernährten, wollten sie ein 40 Hektar großes Grundstück kaufen. Dieses Grundstück lag mitten in der Wildnis im 500-Einwohner-Dorf Red Oak, 30 Meilen südlich von Eufaula entfernt. Dort wollte die Familie allerdings kein Haus kaufen, sondern einen Bauwagen-Trailer, in dem sie dann lebten. Am 8. Oktober 2009 traten Bobby, Sherilyn, Madison und der Familienhund die Reise Richtung Red Oak an. Als sie sich auf dem Weg dahin verfuhren, fragten sie einen Mann nach dem Weg.
Der war der letzte Zeuge, der die Familie lebend gesehen hat. Da Madison zu diesem Zeitpunkt bereits von zu Hause unterrichtet worden war und das für viele Freunde auch normal war, dass die Jameson-Familie sich nicht jeden Tag meldete, dauerte es einige Tage, bis die Leute Verdacht schöpften, weil die Familie plötzlich verschwunden war. Am 16. Oktober 2009, 8 Tage nachdem die Familie das letzte Mal gesehen wurde, fanden Jäger im Wald, circa eine Viertelmeile entfernt vom letzten Standort der Familie, den verschlossenen Wagen dieser. Sie verständigten die Polizei, die jetzt noch nicht nach einem Verbrechen ausging, und die Familie wurde ja auch noch nicht als vermisst gemeldet. Doch als sie den Wagen näher betrachteten, sahen sie, dass der Hund der Familie in dem Wagen eingeschlossen war. Sie schlugen die Scheibe des Autos ein, um den fast verhungerten und verdursteten Hund der Jameson zu befreien. Am Zustand des Hundes wurde dem Sheriff klar, dass der Wagen dort schon einige Tage stehen musste. Doch das Auto sah aus, als hätten die Jamesons den Wagen nur für eine kurze Pause verlassen. Aber von der Familie fehlte jede Spur. In dem Wagen befanden sich die Handys der Eltern, Bobbys Portemonnaie, Sherilyns Handtasche, die Jacken der Familienangehörigen und das GPS-Gerät. Außerdem machten die Ermittler eine merkwürdige Entdeckung, denn unter dem Fahrersitz befanden sich $32.000 in bar. Woher die Familie das Geld hat, ist ungewiss. Und es war ja eigentlich klar, dass die Familie unter Geldsorgen litt. Wofür sie das Geld brauchten, kann man sich nicht erklären, möglicherweise für Bauarbeiten an ihrem neuen Grundstück. Auszuschließen ist es nicht, aber eine klare Gewissheit deswegen gibt es auch nicht, da sie keinen Termin mit Bauarbeitern oder Handwerkern vereinbart hatten. Und noch etwas anderes Seltsames fanden sie in dem Wagen. Einen 11 Seiten langen Brief, der im ganzen Auto verteilt war. Geschrieben von Sherilyn, der darin eine regelrechte Hasstirade über ihren Ehemann niederschrieb. Was, wie gesagt, merkwürdig war, da, wie ich ja schon erwähnte, das Paar eigentlich als harmonisch von Freunden beschrieben wurde und niemand sich erklären konnte, woher dieser Brief auf einmal kam. Auch an dem Wagen gab es keine Spuren vom Kampf und es wurde kein Blut gefunden, kein zerbrochenes Glas, es gab einfach keine Hinweise auf Gewaltanwendung. Also begannen die Ermittler eine sehr groß angelegte Suche in diesem abgelegenen Gebiet. Hunderte Cops und 16 Leichenspürhunde durchsuchten alles nach einem Anzeichen, wo die Familie war und was mit ihr passiert ist. Es wurden Drohnen eingesetzt und 2009 war das jetzt noch nicht so verbreitet, also es war halt schon ein Riesending, dass die genutzt wurden, und über 400 freiwillige Helfer unterstützten die Suche. An einem Wasserturm schlugen die Leichenhunde dann in der Nähe des Fundortes des Autos Alarm. Und das Wasser wurde von diesem Wasserturm abgelassen. Allerdings hatte man auch dort keinen Hinweis über den Verbleib der Familie gefunden. Währenddessen wurden die Daten des GPS-Gerätes und die Handys der beiden Eltern untersucht. Sie konnten feststellen, dass die Familie sich kurz vor ihrem Verschwinden 15 Minuten auf einem kleinen Berg aufgehalten haben, in der Nähe der Stelle, wo das Auto gefunden wurde. Ob sie dort jetzt nur eine Pause gemacht haben oder jemanden getroffen haben, das kann man ihm nicht sagen. Dennoch wurde mit Bobbys Handy ein letztes Bild von Madison gemacht. Das werde ich euch jetzt einblenden. Ich habe übrigens in einem Interview gelesen, dass die Mutter, glaube ich, von Bobby selbst sagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass das ihr Sohn oder ihre Schwiegertochter gemacht haben soll, sondern dass das vielleicht jemand anderes war, aber nur so am Rande. Dieses Bild ist im Internet auf jeden Fall sehr viel diskutiert und es gibt viele Interpretationen zu Madisons Gesichtsausdruck. Manche sagen, dass sie einfach nur ein bockiges 6-jähriges Mädchen ist, andere mutmaßen, dass sie ängstlich auf dem Foto aussieht. Warum das Foto gemacht wurde und wohin sie guckte, ob dort vielleicht ihre Mutter stand oder eine ganz andere Person, das weiß niemand.
Außerdem wurden die Überwachungsvideos des Hauses der Jameson untersucht. Die Kamera wurde bereits vor Jahren angebracht, aus Angst vor Bobbys Vater. Ich werde euch jetzt das Überwachungsvideo einblenden. Ich habe das als Loop gemacht und ihr erkennt, dass der Loop beginnt oder startet, wenn es kurz dunkel wird. Es kommt kein Jumpscare. Sie zeigen, wie die Eltern am 8. Oktober 2009 den weißen Truck der Familie für ihren Umzug packen. Die Ermittler konnten feststellen, dass zwei Sachen noch im alten Zuhause der Familie ins Auto gepackt wurden, dann allerdings im Truck fehlten. Das war einmal eine große braune Aktentasche sowie die Pistole. Beide Sachen konnten auch nicht im Haus gefunden werden. Einige Sequenzen des Videos wurden damals veröffentlicht und auch hier gibt es viele Mutmaßungen im Internet. Denn eines fällt auf. Die Eltern gehen völlig unsystematisch beim Packen ihres Trucks vor. Manchmal nehmen sie nur einen kleinen Gegenstand aus dem Haus mit ins Auto, den dann der jeweils andere wieder rausnahm. Außerdem, so sagen es die Ermittler, bewegen sie sich eigenartig. Sie gehen wie mechanisch aneinander vorbei, reden nicht miteinander oder gucken sich dabei an. Der leitende Ermittler beschrieb das Verhalten als tranceartig. Außerdem bleiben Bobby und Sherilyn manchmal abrupt stehen und starren vor sich hin. Da hat jetzt übrigens das Video nochmal begonnen. Es wird übrigens auch immer wieder darüber diskutiert, dass da ja noch andere Personen sind, beispielsweise ein Mann im grauen Shirt und jemand im braunen. Da die Ermittler das allerdings auch gesehen haben müssen und dazu nichts bekannt ist, kann man darüber jetzt nichts sagen, ob das irgendwie geklärt wurde, ob da jemand war, der von der Familie, der der Familie beim Umzug geholfen hat oder was weiß ich. Jedenfalls führten all diese Untersuchungen ins Nichts. Mit dem einkehrenden Winter wurde auch die Suche nach der Familie bereits wieder eingestellt und es wurde lange still um den Fall. Bis zum 16. November 2013. An diesem Tag wurden 2,7 Meilen, also etwa 4 Kilometer von der Stelle des Jameson-Autos entfernt, zwei erwachsene Leichen und eine Leiche eines Kindes gefunden. Das Gebiet war extrem abgelegen und kilometerweit von einer Straße entfernt. Die Leichen lagen mit dem Gesicht auf dem Boden akkurat nebeneinander angeordnet. Die drei Leichen waren allerdings bereits stark zersetzt. Es konnten nicht alle Knochen sichergestellt werden, einige der Kleidungsstücke fehlten bzw. fielen der Witterung zum Opfer. Und dadurch konnte die Polizei erst 8 Monate nach dem Fund der Leichen die Gewissheit bestätigen, dass es die Leichen der Familie Jameson waren. Warum die bei der Suche nicht gefunden wurden, konnte sich keiner erklären. Vielleicht, weil der Laub im Oktober auf die Leichen gefallen ist und sie verdeckt haben. Oder warum auch die Leichenspürhunde einfach nicht angeschlagen haben. Aufgrund der starken Verwesung konnte keine Todesursache mehr festgestellt werden. Der leitende Sheriff Buchamp sagte in einer Dokumentation über den Fall: Normalerweise können sie eine Untersuchung durchführen und nacheinander bestimmte Szenarien eliminieren. In diesem Fall war dies nicht möglich. Mit dieser Familie scheint alles möglich zu sein. Da dieser Fall so rätselhaft ist und es keine Erklärung seitens der Polizei gibt, was mit der Jameson-Familie passiert ist, gibt es sehr viele Theorien darüber im Internet und die Theorien gehen sogar bis ins Paranormale. Die erste Theorie ist, dass die Familie einen natürlichen Tod gestorben ist, also durch einen Unfall. Für viele ist das Einfachste auch immer das Naheliegendste. Sie gehen einfach davon aus, dass die Familie sich verlaufen hat und sie an Unterkühlung starben, gerade im Oktober an der Stelle, wo sie waren. Es ist sehr kalt und es kommt häufig zu Überschwemmungen. Die nächste Theorie ist, die erste Frage zu dieser Theorie ist, wenn sie wirklich tatsächlich an einem Unfall gestorben sind, warum sind sie dort spazieren gegangen? Waren sie wandern, spazieren? Warum lassen sie ihr Handy im Auto? Ja, warum lassen sie das GPS-Gerät und sogar den Hund im Auto? Warum haben sie
Keine Jacken dabei? Und was soll diese seltsame Anordnung der Leichen? So stirbt man nicht auf natürliche Weise, nebeneinander mit dem Gesicht auf dem Boden. Auch Sherilyns Mutter geht nicht von dieser Theorie aus und sagt in einem Interview, auf keinen Fall sind sie einfach so weggegangen und haben sich verlaufen. So wie ihr Truck verlassen wurde, sieht es so aus, als wären sie gezwungen worden, von jemandem anzuhalten. Die nächste Theorie ist die, dass die Familie ermordet wurde. Die scheint erstmal nicht abwegig, doch wer würde als möglicher Täter in Frage kommen? Bobbys Vater, Bobby Senior vielleicht, der die Familie sowieso schon bedroht hat? Der wurde natürlich als erster Verdächtiger in Erwägung gezogen. Allerdings war sehr schnell klar, dass er diesen Mord nicht begehen konnte, da er zum Zeitpunkt des Verschwindens der Jameson-Familie schon fast 70 war, gesundheitlich angeschlagen und in einem Pflegeheim lebte. 2 Monate nach ihrem Verschwinden verstarb er selbst. Man hat auch ermittelt, ob es vielleicht dieser rassistische Handwerker gewesen sein könnte, der sich irgendwie rächen wollte. Aber der hätte ja die Familie wirklich beobachten müssen, wann sie wo ist, und das wäre aufgefallen. Also niemand hat diesen Handwerker gesehen. Vielleicht wurden sie ermordet, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Das hält Sherilyns Mutter auf jeden Fall für am wahrscheinlichsten. Vielleicht fanden sie ein Meth-Labor oder wurden Zeugen eines Drogendeals und mussten dafür mit dem Leben bezahlen. In einem Interview hat sie gesagt, ich glaube wirklich, dass sie dort hinaufgegangen sind, etwas gesehen haben, das sie nicht sehen sollten und von jemandem ermordet wurden. Wer das war, weiß ich einfach nicht. Jeder hier weiß, dass es in den Bergen viele böse Menschen gibt. Hier haben sich Verbrecher wie Jesse James versteckt. Es ist so isoliert. Ich habe Angst, dorthin zu gehen. Dass Drogen im Spiel waren, geht auch eine weitere Spekulation davon aus, natürlich, nämlich, dass Sherilyn und Bobby selbst Drogen nahmen und sich und ihre Tochter im gemeinsamen Rausch töteten. In Oklahoma, in dieser Gegend, ist der hohe Meth-Konsum ein großes Problem und das abgemagerte Erscheinungsbild von Bobby und Sherilyn würden zu einem Drogenmissbrauch passen. Jetzt nicht auf dem Bild, aber wenn ihr nach weiteren Bildern sucht, werdet ihr sehen, dass sie dann ganz schön abgemagert sind. Dazu passt auch ihr desorientiertes Verhalten auf dem Überwachungsvideo, was ich euch gezeigt habe. Auf dem wirken sie, als würden sie neben sich stehen. Sherilyns Mutter schließt einen Drogenmissbrauch vehement aus. Für sie gab es keine Anzeichen für einen Meth-Konsum. Es kann auch sein, dass sie abgemagert sind durch diese vielen Schicksalsschläge. Aber nicht nur der Drogenmissbrauch ist eine mögliche Theorie, sondern auch, dass die Jameson vielleicht ins Drogengeschäft involviert waren. Das Gebiet, in dem die Familie verschwunden ist, gilt als Drogengebiet. Im Wald gibt es versteckte Meth-Labore, Drogenticker schließen hier etwas größere Deals ab und viele halten es möglich, dass Sherilyn und Bobby selbst im Drogenhandel aktiv waren. Ja, und am Ort ihres Verschwindens, wo ihr Auto gefunden wurde, ein Drogendeal stattfinden sollte. Dafür sprechen zum Beispiel der fehlende braune Aktenkoffer, der möglicherweise Meth enthalten haben könnte, und die fehlende Pistole. Fraglich ist allerdings, sollten die $32.000 Drogengeld sein? Warum wurde das Geld nicht gestohlen? Viele halten auch diese Theorie für unwahrscheinlich, denn wer nimmt sein Kind mit zu einem großen Drogendeal? Andererseits, wer erweckt am wenigsten Misstrauen? Eine Familie mit Vater, Mutter, Kind, oder? Tja, dann gibt es noch die Theorie des erweiterten Suizids als Lösung, aber die ist bei den Familien, und also Freunden der Familie, stark umstritten. Sie gehen davon aus, dass, wenn sie das getan hätten, sie ihre geliebte Tochter nicht mit in den Tod genommen hätten. Dafür würde da allerdings sprechen, dass Sherilyn sehr starke Depressionen hatte und ihr Zustand sich zunehmend verschlechterte und sie zeitweise unter manischen Episoden litt, in denen sie aggressives Verhalten zeigte. Das ist ja auch der Grund, warum ihr Sohn nicht mehr bei ihr leben wollte.
Auch Bobby litt zunehmend an Schmerzen durch seinen Unfall im Jahr 2003. Er hatte chronische Rückenschmerzen und nahm über viele Jahre verschreibungspflichtige, sehr starke Schmerzmittel. Auch könnte zum Beispiel der Brief, der im Wagen vorgefunden wurde, entweder als eine Art Abschiedsbrief gedeutet werden oder als Auslöser eines Streites, der dann zu einem erweiterten Suizid geführt hat. Die Theorie würde jedenfalls erklären, warum man die Waffe im Wagen nicht gefunden hat. Allerdings hätten sie sich umgebracht, hätte man die Waffe ja bei der Familie gefunden. Und da lag sie nicht. Weiterhin gab es dann ein Gerücht, dass die Familie einem Kult zum Opfer gefallen ist, nämlich den United White Knights. Dafür gibt es allerdings keine Beweise. Es war irgendwie, dass eine Freundin von Sherilyn einen Aufruf auf Facebook gestartet hat, um ja nach Hinweisen zu finden, um Hinweise zu suchen zur Ermordung ihrer Freundin. Und eine anonyme Frau hat sie angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie Teil dieser rassistischen Gruppe gewesen war und dass das Ehepaar und ihre Tochter von diesen getötet wurden. Und angeblich ist daraufhin die Freundin an diesen Ort hingefahren, an diesen Fundort der Leichen, und dort parkten wohl sehr viele Autos, die dann Warnschüsse, also die Leute haben dann Warnschüsse abgegeben. Man konnte allerdings nicht beweisen, dass es diesen Kult wirklich gibt. Und Ermittler gehen einfach davon aus, dass das eine Trittbrettfahrerin war, die einfach Aufmerksamkeit haben wollte. Tja, einen Kult betreffend gibt es allerdings noch eine weitere Theorie, nämlich, dass die Jameson selbst in einen Kult verwickelt waren, dass Sherilyn sich dem Satanismus angeschlossen hat. Man hat im Hause der Familie eine satanische Bibel gefunden und Sherilyn interessierte sich für Hexen. Und als ihre drei Katzen tot aufgefunden wurden, schrieb Sherilyn an einen Container: "Three cats killed today by people in this area. Witches don't like their black cat killed." Also, drei Katzen wurden in diesem Gebiet getötet. Hexen mögen es nicht, wenn man ihre schwarze Katze tötet. Allerdings hat eine Freundin von Sherilyn gesagt, dass sie nur aus Spaß diese Bibel gekauft hatten und die Nachricht hätte Sherilyn nur geschrieben, weil sie vermutet, dass die Nachbarin die Katzen vergiftet hat und sie wollte die ein bisschen abschrecken. Aber es gibt noch eine weitere Theorie, die sehr bizarr ist, nämlich, dass die Jameson von Gastern heimgesucht wurden. Die Theorie wurde während der Untersuchung zum Verschwinden der Familie ausgelöst, denn der Pastor der Gemeinde Eufaula, Gary Brandon, wandte sich mit einer sehr seltsamen Aussage an die Polizei. Er sagte nämlich, dass die Familie glaubte, dass das Haus von 3 bis 4 Geistern besessen worden wäre. Und diese Geister hießen Michael, Emily und die Tochter, die sogar mit Madison wohl gesprochen hat. Also eine Familie, die dort lebte als Geister. Bobby hat daraufhin wohl den Pastor konsultiert, um ja in diesen spirituellen Krieg einzusteigen. Er wollte ein paar kirchliche Gegenstände, um einen Exorzismus durchzuführen. Das ist das, was der Pfarrer gesagt hat. Einige tun diese Theorie als Schwachsinn ab, allerdings gibt es ein paar Verwandten und Freunde, die sagen, dass das Haus wirklich etwas paranormal ist oder dass da etwas Paranormales drin ist. Eine Freundin meinte sogar, dass es einen grauen Nebel im Wohnzimmer gab, den man sich nicht erklären konnte. Und gerade diese Theorie wird im Internet stark diskutiert, besonders der Wahrheitsgehalt der Geisteraussagen. Viele vermuten, dass die Familie einfach an einer Psychose litt und deshalb an Geister glaubte. Ja, zum Beispiel diese traumatischen Einschnitte, gerade durch den Tod von Sherilyns Schwester oder auch der starke Medikamentenmissbrauch von Bobby oder beider Elternteile oder vielleicht sogar die drogeninduzierte Psychose, die Wahnvorstellung auslöste. Und das würde halt wieder die Meth-Konsumtheorie stützen. Das würde zum Beispiel auch erklären, warum die Familie so apathisch alles gepackt hat. Vielleicht, weil sie fremdgesteuert wurden. Und dann gibt es noch eine letzte Theorie in diesem mysteriösen Mordfall. Nämlich,
Die Jamesons sind gar nicht tot. Dabei gibt es zwei Annahmen. Entweder die Familie ist selbst untergetaucht und hat ihren Tod inszeniert. Ja, zum Beispiel einfach, weil sie Angst vor dem aggressiven Vater von Bobby hatten, Angst vor ihrem eigenen Haus oder auch Angst, weil sie wirklich in Drogengeschäfte involviert waren. Oder vielleicht, dass die Familie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde. Wir wissen ja, dass Bobby seinen eigenen Vater stark belastet hat, aber er hat keine Beweise geliefert. Was ist, wenn er Beweise geliefert hat, unter der Bedingung, dass er ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird mit seiner Familie? Das würde zum Beispiel auch erklären, warum Sherilyns Sohn kurz vor dem Verschwinden zu dem Vater gezogen ist. Vielleicht war das kein verlorener Sorgerechtsstreit, sondern einfach nur Kalkül. Madison wurde jedenfalls kurz vor dem Verschwinden von der Schule genommen, weil ja, wie gesagt, die Vorderzähne ausgeschlagen wurden. Und war diese etwas übertriebene Reaktion vielleicht auch nur der Deckmantel zur Vorbereitung des Untertauchens? Wie gesagt, es gab keine Kampfspuren am Boden ums Auto. Ja, die Jamesons sind freiwillig ausgestiegen. Lediglich mit ihrer Waffe, die sie vielleicht abgeben mussten, und dem Aktenkoffer, der vielleicht wichtige Dokumente beinhaltete. Außerdem wurde der Tod erst 8 Monate nach dem Auffinden der Leichen offiziell bestätigt, was sehr lange scheint für eine DNA-Analyse. Doch egal, von welchen Seiten man diesen Fall betrachtet und egal, wie viele Theorien im Internet rumspuken, einen wirklich brauchbaren Verdacht oder Hinweis erreichte die Polizei nie. Und der Fall ist bis heute, knapp 7 Jahre nach Auffinden ihrer Leichen, immer noch ungeklärt.